Während die Anzahl an Asylbewerbern 2014 noch bei ca. 200.000 lag, stieg sie im Jahr 2015 um 85%. Aber wie konnte es zu einem so großen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr kommen? Die größte Ursache ist der seit 2011 andauernde Bürgerkrieg in Syrien. Versorgungsengpässe in den Flüchtlingslagern der Nachbarstaaten, gemeinsam mit fehlenden Perspektiven und aufgebrauchten privaten Ersparnissen, zwangen viele schutzbedürftige Menschen, ihr Lager zu verlassen und sich auf den Weg nach Europa zu machen. Auch der arabische Frühling in den Maghreb-Staaten und in Libyen bewegte viele, ihr altes Leben in ihrem Heimatland zurückzulassen. Eine weitere Ursache, die zu mehr Asylsuchenden führte als gewöhnlich, waren die humanitären Versorgungskrisen in Irak, Jordanien, Libanon und Subsahara-Afrika. Die Hauptwege der Flüchtlinge nach Europa stellten die östliche Mittelmeerroute von der Türkei nach Griechenland, die zentrale Mittelmeerroute, über die vor allem Afrikaner und Afrikanerinnen von Libyen nach Italien kamen, und die westliche Mittelmeerroute von Marokko nach Spanien dar. Da im Frühjahr 2015 vermehrt Boote mit Geflüchteten im Mittelmeer sanken und dabei über 1000 Menschen ertranken, wurde der Land- und Seeweg über die Türkei und den Westbalkan zur wichtigsten Flüchtlingsroute, die in die EU führte. Ungarn, das erste EU-Mitgliedsland auf der Westbalkanroute, war gemäß der Dublin-Verordnung eigentlich für die Asylanträge zuständig. Durch die hohen Ankunftszahlen an Flüchtlingen und fehlende Aufnahmekapazitäten wurden allerdings nur noch Teile registriert und viele Menschen reisten direkt weiter. Daraufhin errichtete Ungarn an der Grenze zu Serbien einen Zaun. Dieser gestaltete die Einreise nach Ungarn unmöglich und so wurde vermehrt eine neue Route über Kroatien und Slowenien genutzt. Währenddessen setzte die deutsche Bundesregierung die Dublin-Verordnung für syrische Flüchtlinge außer Kraft, um die Länder an den Außengrenzen der EU, wie zum Beispiel Italien und Griechenland, zu entlasten. Da Ungarn die Situation weiterhin nicht unter Kontrolle hatte, machten sich tausende Geflüchtete in Budapest mit Bussen, Zügen und zu Fuß auf den Weg nach Westen. Das führte dazu, dass sich Österreich und Deutschland einigten, die Flüchtlinge im Verhältnis 1:10 aufzuteilen. Aufgrund der Schließung der Grenzen zwischen Serbien und Ungarn nahmen immer mehr Menschen den Weg durch Kroatien nach Slowenien und Kroatien reagierte auf die hohen Zugangszahlen ebenfalls mit einem Grenzzaun, der aber nach eigener Aussage nur zur besseren Steuerung der Fluchtbewegung dienen sollte. Anschließend begrenzte Kroatien im Oktober die Anzahl an Personen, die täglich einreisen dürfen, auf 2.500. Bis zur Einigung Ende Oktober strandeten 10.000 Menschen an der serbisch-kroatischen Grenze, die oft ohne Versorgung auskommen mussten. Im November 2015 begann auch Slowenien mit dem Bau eines Zauns an der Grenze zu Kroatien. Die Situation verbesserte sich erst, nachdem auf dem EU-Gipfeltreffen am 29. November Hilfezahlungen in Höhe von 3 Milliarden Euro für syrische Flüchtlinge in der Türkei beschlossen wurden. So erfuhr die Erfassung besonders schutzbedürftiger Personen und der Zugang zu medizinischer Versorgung, Schulbesuch und Arbeitsmarkt eine Verbesserung. Im Gegenzug sollte die Türkei den Grenzschutz verbessern und stärker gegen illegale Schleuser vorgehen. März 2016 schloss man die Grenzen im Balkan und am 18. März einigte sich die EU gemeinsam mit der Türkei auf ein Flüchtlingsabkommen, um die Grenzübertritte nach Griechenland besser kontrollieren zu können. Die Türkei erhielt dafür eine Visaerleichterung und der EU-Beitrittsprozess wurde wieder aufgenommen. Aufgrund unterschiedlicher Ansichten zur Lösung der Flüchtlingskrise kam es zu einer tiefen Spaltung der EU-Mitgliedstaaten und eine gemeinsame Lösung rückte in weite Ferne. Der Vorschlag der EU-Kommission zu einem quotenbasierten Verteilungsmechanismus wurde von Großbritannien, Polen, Tschechien, Ungarn und der Slowakei abgelehnt. Des Weiteren erstarkten in ganz Europa vor allem rechtsnationale und konservative Parteien.
Betrachtet man die Flüchtlingskrise aus Sicht verschiedener EU-Mitgliedstaaten, so lassen sich große Unterschiede feststellen. Als eines der Ankunftsländer vieler Flüchtlinge hatte Ungarn nicht nur mit anderen Hürden zu kämpfen als Deutschland, es vertrat auch eine gänzlich andere Position in Bezug auf hilfsbedürftige Menschen. Anders als Deutschland, das letztendlich eines der EU-Länder war, welches am meisten Asylbewerber aufnahm, musste Ungarn sogar vor den Europäischen Gerichtshof treten, weil es die von der EU-Kommission beschlossenen Verteilungsquoten ignorierte.